Im Streit um die Sanierung des Autobauers Opel hat der Betriebsrat Vorschläge des Managements zurückgewiesen. Demnach sollen womöglich deutlich mehr Stellen abgebaut werden als zunächst angenommen. Das Angebot, was wir haben und ist für Eisenach, ist ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug, unter dem zwischen 700 bis 1000 Leute unmittelbar abgebaut werden sollen. Deswegen ist dieser Vorschlag nicht zukunftsfähig. Derzeit arbeiten in Eisenach rund 1800 Mitarbeiter. Insgesamt könnten rund 3700 der insgesamt 19.000 deutschen Arbeitsplätze gestrichen werden. Seit Wochen schwelt der Konflikt. Seit der Übernahme durch den französischen Konzern PSA im vergangenen Jahr ist unklar, welche Autos in deutschen Werken zukünftig hergestellt werden sollen. Die Geschäftsführung hatte die Entscheidung vertagt und verlangt, dass die Mitarbeiter auf die tariflich vereinbarte Lohnerhöhung in Höhe von 4,3% verzichten. Wir haben konkrete Pläne für Eisenach und Kaiserslautern auf den Tisch gelegt, die sogar besser sind als das, was im Tarifvertrag festgeschrieben ist. Die Voraussetzung für diese umfangreichen Investitionen ist aber Wettbewerbsfähigkeit. Die Kosten in den deutschen Werken seien doppelt so hoch wie an anderen Standorten von PSA-Werken, erklärte der Opel-Chef. Ob und wann es zu weiteren Gesprächen zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat kommt, ist derzeit unklar.